Hey und willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play The Sims Mobile. Ich bin Daniel von SimFans.de und ich dachte mir, wir gucken da mal wieder rein. Ja, ich starte hier mal mit den Geschenken, denn es gab einige Updates. Und ja, ich habe die alle verpasst. Ich habe jetzt ewig nicht mehr gezockt. Ich habe ja auch hier schon Let's Plays gehabt, einige hier im Channel. Und wir gucken jetzt einfach mal hier hin. Ich bin hier. Ja, was bist du? Ein Lama-Truck. Oh. Hi. Oh, da ist ja jemand. Hi, ich könnte Hilfe gebrauchen. Mein Truck fährt hier nicht mehr. Ja, ich kann ihn reparieren. Aber ich brauche Klebeband. Kannst du das beschaffen? Ich bin übrigens Emily. Ich bin gerade hergezogen, um meine eigene Firma zu gründen. Lamazoom. Der erste Tag läuft super, ja. So, wie kannst du helfen? Das Thema bestimmt die Aufgaben deiner Lamazoom-Session. Was? Denke daran, verschiedene Sims zu verwenden, um deinen Aufgabenfortschritt zu maximieren. Alle Themen bringen dieselben Belohnungen ein. Okay, Emily, aushelfen. Wir müssen den Lama-Truck reparieren. So. Suche Sofakissen nach Klebeband ab. Okay. Wieso sind denn Sofakissen Klebeband? Um Emilys Truck zu reparieren. Okay, das machen wir doch, oder? Du machst tolle Fortschritte. Weiter so. Ich habe überhaupt keinen Fortschritt. Okay. Sofakissen. So. Pflanze pflegen. Jetzt habe ich die Pflanze eingeklickt. Ich dagge hier. So. Oh, die haben ein bisschen auch das Interface aufgeräumt hier rechts unten. Das ist irgendwie was anderes auch, ne? So, ist das cool, mal wieder da reinzugucken. Lama-Doku angucken. Komm, ihr könnt auch mal kommen. Wo seid ihr denn überhaupt? Wir müssen mal eure Events hier abschließen. Was? Klavierpack, flinke Finger. Los geht's hier. Was ist das? Nee, nix hier, Juwelen da. Nee. Wohnzimmerpack Royal. Wir waren echt lange nicht mehr da. Spielt ihr eigentlich noch? Das würde mich mal interessieren. Nein, keine Ad angucken. So, ich bin Level 27, immerhin. Was, eine überraschende Wahl. Was hier? Das Möbelgeschäft eines Freundes läuft nicht so gut und er veranstaltet einen großen Ausverkauf, um das Geschäft zu retten. Möchtest du ihn unterstützen? Schon wieder hier Simcash, ohne Ende Simcash. Ich habe schon gelesen in so verschiedenen Foren bei euch, in der Community, ob man, ja, dass es viel, viel stärker auf dieses Simcash alles getrimmt wird. Nein, danke, ich kaufe online. Und was gibt's hier jetzt? Abgeschlossen. Ah ja, das haben wir schon abgeschlossen. Wir müssen das dir gar nicht bringen. So, führe zwei Beziehungsereignisse durch, um Lamazoom anzupreisen. Aufgabenbelohnungen 36 nur. Du bist auch so ein Lama. Oh, Online-Stores sind der Grund dafür, dass das Geschäft meines Freundes so schlecht läuft. Trotzdem danke. Tja, und weggebeamt ist sie. So, du bist auch fertig. Besuche Isis Boutique. Stimmt, da müssen wir mal wieder hin. Das ist mal witzig hier. So. Oh, was kaputt schon wieder? Nein, der Fernseher. 193, ja Mann. Ich hab wieder Geld abgezockt. Aber ich habe ja genug. So, okay. Dorthin gehen. Was ist hier? Zuckerrauschbande. Rase durch die Aufgaben, sei zweimal so schnell. Nee. Danke. So, unsere Köchin ist auch fertig, Amelia. Lange Schichtbelohnungen abholen, sehr gut. Wir schreiten voran. Oh, du bist bereit für die Rente. Komm, das können wir mal machen. Da gibt es nämlich diese Erbstücke, das wollen wir uns eh noch angucken. So, hallo Amelia. Juhu. Auntie. Und, wird's jetzt alt? Danke, was hast du da für mich? Ciao. Abholen. Hey, was haben wir da? Erbstückssammlung. Familienkiste. Oh, da gibt es eine gratis. Oh, wie toll. Was ist das? Geschenke. Du hast diese Belohnungen erhalten. 2 Erbstück-Tickets und 10 EP. Okay. It's okay, it's alright. Ich freue mich, mal wieder reinzugucken. Ruhestandkiste. Bereit zum Öffnen. Okidoki. So, du kannst das Merkmal deines Sims über das Sim-Info-Menü ändern. Partylöwe. Haben wir ein neues Merkmal. Sehr gut. Los geht's. Okay, wir gucken erstmal die Sammlung an. Partylöwe haben wir freigeschalten. Sehr gut. Aber da gibt es noch einiges freizuschalten, Leute. Guck mal das an hier. What? Okay. Ich guck da oben. Das war doch da oben. War das nicht nur da oben? Jetzt haben wir den Sim verloren, ne?
Müssen wir denn hier zu einem Sim? 14 Missionen. Eieiei. Wir haben alles liegen gelassen. Zwei Sims, eine Geschichte. Also wir müssen diese Beziehungsereignisse jetzt ja machen, ne? Machen wir das doch mal. Übrigens, danke an EA. Ich habe Simcash erhalten. Ihr seht es hier oben auch. Um euch Dinge zu zeigen, falls euch die interessieren. Also wenn euch was interessiert, das ist der Sinn des Ganzen, dann schreibt das gerne, dann gucke ich mir das an, dann kaufe ich mir das für das Simcash und dann ist das für euch vielleicht so eine Entscheidungshilfe, ob ihr euch das holen wollt oder eben nicht. Ja. Okay, jetzt gehen wir nochmal. Check's gar nicht mehr. Oben hier, da ist das, genau, hier, und dann müssen wir hier in diese Erbstücksammlung, ganz genau. Okay, und jetzt, woher weiß ich, wie viele Erbstücke ich habe? Und da gibt es alle 20 Stunden eine neue Kiste, okay. Charismatisch, wie viel haben wir denn? Oh, pff, 50, haben wir das? Wir haben doch diese blau, grün, blauen und so haben wir doch, oder? Wie viel haben wir denn davon? Komm, wir gucken mal rein. Gut, yay, yeah. Los geht's. Ich muss mal gucken, wie viele von den Dingern da überhaupt hab. Nee, wie viele von den Dingern ich hab. Wow, neues Level hier auch noch. Absolutes Ausnahmetalent. Wow, schmeichelhaft hier, ne? So, wir gucken da mal rein. Wöchentliche Party. Oh, das müssen wir auch nochmal machen hier. So eine Party gehabt. Eieiei. Biene hat eine Party gehabt. Ja, da waren wir auch schon. Wir müssen auch eine Party, wieso können wir nicht? Nach Hause zurückkehren, ja, ja. So, wir gucken auch hier mal, was ist das hier? Wer will einziehen bei Luisa? Nee. Nee, ihr wollt alle, ihr wollt alle meine Sims haben hier. So, ich wollte gucken, wie viele Tickets ich habe. Ich habe 32 von den Grünen. 0 von den blauen und 0 von denen. Und dann die anderen Dinger, die wurden alle umgewandelt in diese Lamasun-Marken. Und das sind die Modejuwele. Die bekommt man ja so ab und zu. So. Oh, ich habe noch ein paar Freundschaftsdinger frei. Also könnt ihr gerne auch, boah, ihr seid auch schon Level 40 und so krasser Scheiß. Guck mal, es sind doch noch einige am Spielen. Aber auch zuletzt 18 Tage, 11 Tage, na, und doch ein paar, 5 Tage, 92 Tage, wow. Ja, okay, also so sieht das bei euch aus, zumindest mit denen ich mich verbunden habe. Hier gibt es ja nur 50. Ihr könnt mir gerne weiterhin Freundschaftsanfragen stellen, dann nehme ich die mal an. So viel Platz eben gibt, wer zuerst kommt. Ja, haben wir da auch mal das abgecheckt. Ja, was haben wir da abgeschlossen? Dankeschön. Aber können wir uns nochmal so eine Erbstück-Dingens da holen? Holen wir uns nochmal so ein paar Kisten von den Dingern. Oder was kann man mit denen noch anfangen? Ich glaube, es sind Erbstück-Marken. Mehr wird es da nicht geben. Komm, zeig mal, was hast du hier? Gesellig. Endlich mal ein paar Merkmale. 18. Okay. Dann gehen wir mal hier, oder? Neuen Sim erstellen. Machen wir das mal. Das haben wir auch schon lange nicht mehr. Gucken wir auch mal, was ist hier wieder? Muss man da auch wieder drei hier... Ich dachte, man schaltet sich das einmal frei und dann kann man das hier machen. Kostet auch 10. Was kostet da ein weiteres Sim? 515, der vierte quasi, ne? Kaufen. Ja, die drei können wir jetzt mal kaufen. Anpassen, oder? Anderen Sim. Ich bin mal wieder, oh, der ist hübsch. Kommen wir mal an den mal. So ein richtiger Sportler. Wir brauchen noch so einen Sportler oder sowas. Wir haben noch die neue Wellness-Karriere, habe ich gelesen. Müssen wir mal gucken. Ja gut, also die Haare, die müssen schon anders. Wo kriege ich die Haare? Die Haare verändern gleich. Was haben wir denn da? Wie sehen die denn aus? Ich finde die jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Aber die hat schon mein anderer Typ sie hier, ne? Wir machen mal so einen, oder? Machen wir den? Oder die? Oder das? Also ich fand jetzt die ganz cool. Wieso gibt es da nur so wenig? Die können mal mehr machen, oder? Sollen mal mehr machen. Oder muss man die sich auch freischalten? Müssen wir kaufen, glaube ich, ne? Aber da gibt es auch nur die es hier anzeigt. Ja, gut. Hipsterbart. Ja, guckt hier. Ach, wie toll. Ich freue mich, da wieder reinzugucken. Ehrlich, ich finde es total geil. Auch wegen der Musik jetzt wieder, muss ich sagen. Das ist echt nicht so schlecht. Ich finde den ganz cool. Da kommt so ein bisschen haariger Typ hier.
Schade, dass es keinen Body hergibt, ne? Komm, machen wir es so. Fertig. Ist okay. It's okay, it's alright. So, Muskeln. Hier, wir nehmen das da, das zweite. So, ja. Oder? So richtig breit. So richtig breit, oder? Oder so mittelbreit? So. Ja, wir machen die mal so mittelbreit. Ja, ne? Er nickt auch. Sehr gut. Gliedmaßen. Nee. Ich wollte jetzt eigentlich die Klamotten machen. Kleidung. Was machen wir denn bei dir? Wie sieht denn das aus? Nee. Fällt mir irgendwie wieder gar nichts hier. Das gibt's ja nicht. Aber da gibt's auch nur noch Farben, ne? Muss man immer dran denken auch. Ich sehe dich so mit so einer Sportlerjacke da. Die finde ich ganz toll, oder? Die ist cool. Ja, die? Okay, gut. Wow, was ist denn das hier? Eieiei, kann ich mal ganz angucken, bitte, danke. Die ist cool, die hatten wir ja aus dem ASOS-Event. Oder ASOS oder ASOS, keine Ahnung. Ja, das ist auch so eine, es ist auch so ein bisschen, wir haben ja noch Sommer, oder? Der hat halt eine Jacke drüber, das ist aber so ein Sportler-Outfit, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Daniel und die Styles hier, echt 165 kostet der Spaß. Aber die finde ich jetzt ganz cool, muss ich sagen. Komm, wenn EA Sponsor, dann nutze ich die. Und die gibt es auch in so einem Limettengrün, oder? Ja, die ist cool, die Farbe. Ist ein bisschen auffallend, auch wenn man zu grau sonst ist. Okay, it's alright. Wir gehen mal zur Kasse. Eine Lamassu-Marke, 165 und 850, ja. 2000, boah. Komm, wir machen das jetzt einfach. Weiter geht's. Bruno Meier, nee, das können wir nicht machen. Wie nennen wir denn denn? Das ist wieder so. Fabio, nee. Marco, was sind da diese Namen, ne? Komm, wir machen jetzt einfach Noel. Weil das Kind von Lea im Sims 4 Let's Play, Noel, ja genau. Noel. Er heißt so. Und das ist dann der in der Zukunft. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sieht er gar nicht so aus, aber ist egal. Jetzt passt schon hier. Komm, ich will den Haken drücken. Ich kann nicht den Haken drücken. Let me click the Haken. Danke. So. Bereit, Schicksal zu stellen. Tick mir hin, wenn du fertig bist. Ich bin fertig. Genau. Gut. Was haben wir jetzt? Wohnexpressionist. Bam. Lifestyle verbessert. So, was machen wir jetzt hier? Was nehmen wir denn? Können wir jetzt nicht die neuen auch auswählen? Doch, können wir. Guck mal, Partylöwe. Wir sind hier unten versteckt. Müssen wir runterwischen hier. So, das Wischding hier. Party. Kommt das zum Party-Tipp, oder? Komm, wir machen das mal Party. Kann man mehr auswählen? Wir können nur eins auswählen, ne? Okay. Es stehen neue Zimmerformen bereit. What? Wirklich mal? Kann man die jetzt freimachen? Wie bei der Gestaltung unseres Hauses nutzen können. Okay, schauen wir sie uns mal an. Boah, weißt du jetzt, du Checker, du? Was muss ich jetzt? Ach, da unten bei dem. Okay. So, wird man hier geführt. Klicke, wo es leuchtet. Ah, jetzt kann man die freiziehen. Ich hab's gesehen irgendwo. Man kann die jetzt auch so ziehen, oder? Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Wieso kann man nicht? Ich dachte, man kann jetzt auch frei ziehen, ohne dass die, ne? Dass man auch eine L-Form zum Beispiel machen könnte. Aber das geht wohl nicht. Man muss das hier wohl freischalten. Ist auch die Zimmer freischalten. Ach, man muss jede Form hier freischalten. Das ist eine Frechheit, sorry, oder? Naja. Was sind denn 200 und 400 Simoleons? Was kostet uns denn so eine Art L-Raum? Das wäre jetzt mal das zweite hier. Was kosten denn 275 Simoleons, wenn man das bezahlt? 7 Cash. Was sind das 7 Cash? Der 200 da, ne? 6 Euro dann ungefähr. Ja. 5,49, 250. Wenn man das kleinste kauft. Und das wäre natürlich günstiger, wenn man 600 kostet doppelt so viel. Na, wenn man 2 mal 250 wären es
500 und für das Gelbe kann man 600, je nachdem wie viel man kauft, ist ja der Rabatt relativ groß. 109,99 Euro hier, ne? Ist klar. Okay. Dann gucken wir uns das mal an jetzt. Mission abgeschlossen. Hier haben wir da wieder was geschafft hier. Ohne es vorher gewusst zu haben, was ich hier eigentlich mache. Okay. Und jetzt müssen wir, also wir machen das jetzt einfach mal. Wir schalten uns den Raum frei. Dann gucke ich mir das an. Was das bringt. Hier Räume, L-förmigen Raum, freischalten. Ja, und das, na gut, da braucht man gar keine L-förmigen. Ja, wie geil, oder? Nee, aber kann ich die anderen jetzt nicht L-förmig machen? Das wäre mir jetzt irgendwie lieber, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gerne einen anderen Raum L-förmig. Kann ich das nicht machen? Ich kaufe den jetzt einfach mal. L-förmig. Wir müssen da am Rand dieses Grünkrams da wegmachen. Ich mach das jetzt mal so. Genau. Diese Form kann für alle zukünftigen Räume verwendet werden. Für alle zukünftigen, also die bestehenden kann ich damit nicht verändern. Aber zum Glück wird da nochmal hingewiesen drauf, dass das wäre jetzt so mein Fall gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, ich hätte jetzt gern eigentlich meine alten Räume, ne? Gern noch anders gepolt. So, was kann ich hier machen? Kann ich das jetzt hier? Oh, das ist jetzt aber günstiger geworden, oder? Oder war das schon immer so? Man musste, glaube ich, warten ewig oder ein bestimmtes Level haben. Aber dann können wir ja. Da müssen wir nochmal zwei weg. Aber ich habe da hier extra Platz gemacht, eigentlich, ne? Wo habe ich denn jetzt noch Grünkrams hier? Ach, wir haben ein Dach. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das nie aber angeguckt von außen. Ich habe doch hier eigentlich weiter. Oder wo habe ich denn aufgehört, hier weiterzumachen? Also ich habe hier freigeschaltet und dann wir sollen uns mal entscheiden, ne? Wisst ihr was? Ich baue jetzt mal hier. Und dann, wie lange muss man da auch nochmal? 16 Stunden. Da kann man jetzt ja die zwei kaufen. Das ist ja nicht schlecht. Kostet zwar ein paar, muss erst mit dem Abgerodeten verbunden sein. Das kostet 16. 16 Stunden. Das kostet 10.000 jetzt, der Spaß. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Okay, wir haben nochmal was abgeschlossen hier. Yay, Rasen zum Wachsen und weg mit dem Unkraut. Sehr gut. Okay, was müssen wir jetzt noch? Was gibt's hier oben links? Sim Cash und Juwelenpack. Da verschlägt sich ja die Sprache. Okay, da bekommt man 300 und 100 für 5,49. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, was alles gibt, ne? Ach, das ist das, was die vorhin hier mehr vor die Nase. Oh, das ist aber schön. Das ist aber schön hier. Shabby schick. Wir müssen jetzt mit dir mal gucken, weil es gibt anscheinend ein neues Gebiet hier, das Ufergebiet. Da gibt es Geschichten. Krollen aus der Tiefe. Meeresbiologen. Ach so, ein Krollen. Okay. Entdecker der Tiefsee. Was gibt's noch? Da muss etwas Wasser sein, im Wasser sein, hier. Ein angehender Heiler versucht die Wahrheit über das Wasser des Ufergebiets herauszufinden. Was ist denn mit dem Wasser hier los? Und Reise zu den Sternen. Ein Astronaut, der ins All will, kämpft mit der Bürokratie für seine Karriere. Das ist cool. Kosten? Gratis. Ja, immerhin gibt es mal was Neues, was nichts kostet. So, machen wir. Willkommen im Ufergebiet. In Ufergebiet. Willkommen in Ufergebiet. Ja, hallo. Von was redest du hier? Ach, und das muss man sich dann wieder einzeln freischalten. Das war ja klar, ne? Na gut. Also ich würde jetzt mal sagen, wir schalten uns dieses Wellness-Center, was übrigens sehr cool aussieht. Hat es jemand in Sims 4 mal gebaut? Das auch, aber das wird schwierig. Ja, aber probieren wir das nochmal. Oder wir schalten, es geht wieder nicht. Ne? Wir brauchen wieder Geld hier, Mann. Ich kaufe mir mal Geld. Ich bin ja voll der Cheater hier sowieso, ne? Habt ihr schon gemerkt. So, wir kaufen uns jetzt mal 45.000. 100.000. Eigentlich haben wir genug, ne? Tresor voll Simoleon. Komm, wir kaufen uns den Tresor. Boah! Danke. So. Freigeschalten, bitte. Danke. Okay, dann gucken wir uns das an. Vielleicht auch für euch dann die Hilfe, falls ihr das euch holen wollt, eventuell und vielleicht trotzdem mal vorher reingucken wollt. Das Wohnexpression, das bin ich, ne. Hier ist ein Wellness. Oh, das sieht ja toll aus.
Boah, eine runde Theke, ich will haben in Sims 4. Ja, Monchi, Anchi, echt mal? Bitte mach das auch in Sims 4. Und diese coole Wand da so halb, oh, ist voll toll. Ohne komische Halbwandleiste obendrauf. Na gut, oh, die Tapete auch. Vielleicht gibt es bald ein Fruit-Erweiterungspack hier oder was hier. Vielleicht kommt das auch bald in Sims 4, weil vieles, was hier drin ist, gibt es ja schon in Sims 4 auch. Gut, das haben wir auch bei der Nähmaschine gesagt. Na, no. Das haben die echt schön gemacht. Ach, die Musik wieder. Uiuiui. Okay, da muss etwas im Wasser sein. Ein angehender Heiler versucht, die Wahrheit über das Wasser des Ufergebiets herauszufinden. Ja, bleibt uns da nichts anderes übrig. So, was transzendal, was? Ich freue mich darauf, das Training mit dem Wellness-Guru zu beginnen. Ich habe gehört, dass man dabei lernen kann, mystische Energien zu kanalisieren. Okay. Wir machen jetzt mal eine kurze Schicht, geht am Anfang in und das. Ich werde fertig sein in ein... Oh, das haben sie auch neu gemacht. In einer Stunde oder schneller mit dem Cupcakes. Wie viele Cupcakes habe ich eigentlich? Ich gucke jetzt mal. Also es geht gar nicht, das ist jetzt. Jetzt bin ich schon fertig, das ist super toll. Ich wollte jetzt mal gucken, wie viele Cupcakes habe ich eigentlich noch. Ich müsste ja auch irgendwie ein paar haben. Boost. 608, ja, läuft, ne? Eieiei. Tut mir ja fast schon leid. Ihr hasst mich bestimmt deswegen, ne? Aber es ist echt, um euch das zu zeigen. Also wenn ich irgendwas kaufen soll, um euch das zu zeigen, falls ihr eine Entscheidungshilfe braucht, gerne schreiben. So. Legen Sie sich bitte hin. Ich knete sie jetzt. Was ist denn das? Ach, das sind diese Saugdinger da, ne? In der Hitze. Eieiei. Gut. Gute Arbeit. Kurze Schicht absolvieren, Belohnungen erhalten. Nein, danke, möchte ich nichts angucken. Keine Werbung angucken. Level 2 Noel wurde in der Wellness-Guru-Karriere befördert. Meditationszocker freigeschaltet. Hier, yeah, alles klar, hier. Yeah. Ah, da gibt es wieder so ein 5 und Level 8. Ach, das ist ja toll. Floating Tank. Okay, Massagestuhl. Wo kann ich den Meditationszocker jetzt hier kaufen? Kann ich den jetzt kaufen? Wellness-Guru-Karriere. Genau, den Meditationszocker. Bitte, bitte. 1000 Euro, so ein Hocker-Ding, ne? Wenn man den dahin irgendwie, das ist toll für den Baum. Da kann man schön meditieren, oder? Ja. It's okay. It's alright. Was gibt's denn hier noch? Ach, ist das toll. Da haben wir eigentlich einen Kram wieder, aber es ist scheinbar teuer geworden. Irgendwie habe ich so das Gefühl. So ein paar Handtücher, ein paar tausend Simoleons hinschmeißen. Okay, dann machen wir jetzt hier mal noch eine Standardschicht. Und nächstes Mal, wenn ich weiterspiele, dann können wir das, haben wir das abgeschlossen. Jetzt gucken wir hier nochmal, was es da noch so gibt. Wahrscheinlich schaffen wir das auch vielleicht jetzt noch mit der Energie. Wir haben ja volle Energie hier. Volle Energie, etwas wünschen. Ich wünsche mir ein Smiley über dem Gesicht. So, und was ist denn Fruit hier? Saft mit extra Fruchtfleisch trinken. Ich will das Objekt haben in Sims 4. Danke. Ich fühle mich schon etwas selbstbewusster. Okay, hier nach schmerzenden Stellen fragen. Und was tut Ihnen so weh hier? Ach, alles irgendwie. Ja. Und das ist hier jetzt. Hey, versuchen Gifte zu triangulieren. So, dann versuchen wir mal Ihre Gifte hier zu triangulieren. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Und ich mache jetzt nochmal diese Knubbels drauf. Aha. Oh nein! Scheiße. Ja, fehlgeschlagen. Das ist ja bestimmt sauer. Schmerzpunkte reden. Ja, also sie haben Schmerzpunkte, deswegen ist es hochgegangen. Ja, ihre Schuld. Chubby. Baby, komm, wir probieren es nochmal. Neuer Versuch, neuer Patient. Hier, bitte nehmen Sie Platz. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Eieieiei. Yay, sehr gut. Das ist doch ein toller Abschluss, dabei belassen wir es für heute. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Ich bin Daniel von SimFantasy, das ist die Sims Mobile. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge hier im Let's Play, falls ihr mögt, falls ihr Bock drauf habt. Oder natürlich jetzt dann noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Bis denn, macht's gut. Ciao.